Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Kanal Kreativ for All. Meine Weihnachtsreihe muss ja weitergehen. Diesmal habe ich ein Duftbäumchen. Und zwar ein zimtiges Duftbäumchen. Und wie ich das gewerkelt habe, zeige ich euch jetzt. Dafür verwende ich meine Stanzformen in den Wäldern. Und zwar habe ich das schon vorbereitet. Zwar einmal das große Teil, den großen Baum mit den Metallic in Grün, Metallic Papier in Grün. Zweimal müsst ihr das ausstanzen und dann noch zweimal das innere Teil für den Weihnachtsbaum, die man hier so schön ein bisschen aufdröseln kann. Und das machen wir jetzt gleich, das kleben wir jetzt gleich auf. Tun wir erstmal wieder unsere Stanzformen weg. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und zwar brauchen wir jetzt einfach einen Flüssigkleber. Und jetzt kleben wir die Tannenbäume einfach auf. Dafür hier schauen, dass man nicht auf diese vorgestanzten Teile kommen, weil dann können wir es nicht mehr ein bisschen in 3D aufkleben. Auch wenn trocknen lassen. Dann brauchen wir eine Zimtstange. Ich habe hier vom Lidl eine, die habe ich gleich mit dem Messer halbiert, weil die Stangen einfach zu groß sind. Und dann müssen wir die Seiten umdrehen. Bisschen so. Oder bevor das nicht richtig klebt, ist vielleicht die Verzierung ganz gut. Hier habe ich aus den Klebeaccessoires herrlich festlich aufgeklebt, aber ich habe gemerkt, und die selbstklebenden Schneeflocken, aber ich habe gemerkt, dass die mir ständig abgehen. Das fällt immer ab und klebt dann irgendwo und das finde ich nicht so prickelnd. Deswegen will ich diesmal die Weihnachtskugeln mir aufkleben. Die habe ich schon in dem roten mit metallig, glattmetallig, also mattmetallig. Das ist ja das grüne und es gibt noch das rote Papier dazu. Und das klebe ich dann mit Klebepunkten einfach auf diesen Tannenbaum auf. Diese Form habe ich aus den, hier ist die Mini-Verpackung. Seite. Müssten auch die anderen Sachen ja sich, denke ich, verklebt haben, die Baumteile. Kommt die Reste wieder in die Tüte. Und die Seiten brauchen wir jetzt und brauchen extra starken Klebeband. Und meine Schere und dann wird das miteinander beklebt.
hier an der Seite. Und dann von der anderen Seite auch. Wenn ihr wollt, dass es ganz klebt, dann am besten ein bisschen vom alten anderen von der anderen Seite abziehen und drüber kleben. Dann noch mal hier unten, da soll ja dann gleich das Stückchen Zimt eingeklebt werden. Und dann noch mal hier in der Mitte. Und das machen wir auf der anderen Seite auch, damit es auch wirklich klebt. Können wir hier das mal lösen. Und dann kleben wir die Stange hier so auf. Und um die Stange herum klebe ich dann auch noch mal zwei Lagen beidseitig festes Klebeband, damit es auch wirklich hält. Hier auf, pappt gescheit. So. Dann die Folie lösen. Na. Will nicht so, wie ich will. So. Und die Seite natürlich auch von der roten Folie befreien. Klebt wieder alles und dann wird der Baum auf der anderen Seite Spitze auf Spitze am besten als erstes und dann die Seiten ein bisschen abrunden. Das war es nicht ganz. Mal noch ein wenig vorsichtig noch mal lösen. Und hier Tannenbaumseite auf Tannenbaumseite fixieren. Das hält eigentlich ganz gut so. Und dann brauchen wir noch ein Löchlein. Dann nehmen wir die kleinere Öse, hier mittig was durchstanzen. Dann muss ich jetzt nur noch suchen, ob ich hier doch noch das Band habe, wirklich alles vorbereitet habe, weil ich gedacht habe, ich hätte es nämlich mir schon abgeschnitten. Aber so wie das aussieht, leider nein. Dann braucht ihr hier noch ein Bändchen. Das ist mir jetzt über den Weg gelaufen. Ob es noch gibt, das muss ich nachschauen. Das weiß ich gar nicht. Aber ihr könnt ja euch irgendein Bändchen selbstständig wählen.
ein Stückchen hier abgeschnitten und einen Knoten zum Befestigen. Das war es eigentlich schon. Ups, da noch mal den anderen Band und anderes Bäumchen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadel. Tschüss. Noch nicht abschalten. Ich freue mich über jeden Kommentar. Einen Daumen nach oben. Auf dieser Seite kannst du mich abonnieren. Und auf der Seite gibt es ein und zwar oder zwei alte Videos. Bis zum nächsten Mal. Eure Nadel. Tschüss.